Hi, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play RimWorld Season 2 hier in Bergheim. In der letzten Folge haben wir einen recht knackigen Belagerungsangriff überlebt. Mit dem ersten Mörser steht er noch hier unten. Ja, müsste jetzt demnächst eingepackt werden, wenn die Gang wieder aktiv ist. Mal schauen, wo wir ihn aufstellen, um uns in Zukunft besser verteidigen zu können. Was ist das hier? Muntermacher. Maschinengewehr. Okay, ich habe das mit dem Müll mir nochmal näher angeschaut. Habe jetzt zwei Müllzonen erstellt. Eine hier, die mit Qualität arbeitet. Das heißt, übel bis schlecht landet auf jeden Fall hier. Die Nahrung liegt hier noch versehentlich rum. Und es geht nur Waffen und Kleidung, also Gegenstände, die Qualität haben. Und hier landen Sachen mit Trefferpunkten. Das heißt, jede Qualität kann her, aber 0 bis 29 Trefferpunkte. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Was ich immer noch nicht verstanden habe, ist, wie ich eine Müllzone erstellen kann, in der nur verrottete Nahrung landet. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber gut, wir haben aktuell, glaube ich, keine verrottete Nahrung. Hoffentlich. Nope, nicht, dass ich wüsste. Alles klar. Arbeitspriorisierung müsste soweit noch passen. Hier der Raum muss neu gebaut werden, da bist du ja in Ordnung. Ronnie ist immer noch verletzt. Schauen wir mal, wie es ihm geht. Soweit gut. Ist noch jemand verletzt? Nein. Die Forschung läuft wieder, oder? Ah ne, wir haben sie abgebaut. Jetzt können wir unsere neue, das ist bei Produktion, glaube ich, gell? Drogenlabor, ist so geil. Einfacher Labortisch. Sag mal, wir hatten doch diesen anderen Labortisch schon erforscht, oder? Nein? Hightech-Labortisch, hier ist er. Warum ist der jetzt hier oben? Was heißt N, frage ich mich. Keine Ahnung. Schon ein Riesending. Hier? Muss wohl. Dahin. Nicht dahin, wenn wir das hier versetzen. Neu installieren. Da oben. Sehr gut, Brown ist wieder fit. Die Temperaturen sind ziemlich gefallen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Wir haben jetzt erst Mitte Herbst, aber wir sind schon wieder bei minus 4 Grad. Das heißt, die... Warum kommt da kein Strom hin? Alles klar. Ich seh's. Jetzt kommt wieder Strom hin. Nice. Sehr gut. Und wir haben den Steinbock. Oh, oh, oh. Was war das schon wieder für ein Geräusch? Okay. Alles klar. Hört ihr dieses Geräusch? Ich frag mich, was das ist. Genau das. Wahrscheinlich hier der Tisch, der Arbeitstisch. So. Mhm. Ungünstige Temperatur, warum das? Ah ja, gut, klar, weil es noch nicht so weit ist. Vier große Skulpturen werden durchaus noch gemacht. Ich warte die ganze Zeit auf arbeitslose Kolonisten. Aber irgendwie gibt es doch so viel zu tun. Da oben müssen noch zwei Batterien hin. Ich fand es schon gut, dass wir so viel Stromvorrat hatten. Ja, das war fies, der Mörser, gell? Ist der jetzt eingesammelt worden? Immer noch nicht. Installieren bei. Ja. Gut, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es komplett egal, ne? Weil der Schuss geht ja quer drüber, also könnten wir ihn hier nicht... Vielleicht hier hinten hinbauen, dahin? Was nicht so leicht angreifbar ist, ja, wieso nicht? Hier. Was bist du? So, genau, da landen jetzt Sachen in schlechter Qualität. Schlecht kann man immerhin noch verkaufen, oder? Ja. Immer mal schlecht wieder raus. Nimm's da oben wieder rein. Tut mir leid für das Hin- und Hergetrage, Jungs und Mädels, aber... So. Tierfutter ist noch da. Jawohl.
Können wir euch melken? Nee. Ich finde schön, dass wir drei Tiere haben. Zähm macht auch nicht so viel Sinn, oder? Nee. Das Einzige, wofür wir die wirklich verwenden können, ist Fleischvorräte, lebende Fleischvorräte, falls uns das Essen doch noch ausgeht. Die Rentierherde hier ist wieder deutlich vergrößert. Und wir haben ja jetzt Geschütztürme und so. Oh, wir müssen die Fallen wieder aufstellen, fällt mir auf. Was bist du? Kalksteinbrocken. Okay, jetzt stellen wir erstmal die Sachen wieder auf. Dazu nehmen wir vielleicht Komaro, sobald er wach ist. Nahrung ist da, wunderbar. Vergessen den Strom einzuschalten. Sehe ich das richtig? Ja. Oh Mann, hier ist kalt. Das tut mir leid. Hey Schlafmütze, komm schon. Jetzt. Warum ist du im Stehen? Ich habe keine Ahnung. Du kommst jetzt auf jeden Fall mal hier runter. So. Nein, Heuli. Fang bitte mit der hier an. Leute, Leute, ihr macht mich wahnsinnig. Ah, mein Herz. Ernsthaft. So, jetzt haben wir unter die Kolonisten. Halleluja. Ist alles aufgeräumt, alles geputzt. Okay. Das heißt, wir brauchen neue Jobs. Der Mörser steht. Mhm. Extract Shell, was heißt das? Unload the current shell, ist schlecht übersetzt. So it can be replaced with a different ammunition. Was ist denn drin? Brandgranate, okay. Kann ich mit leben, die anderen Brandgranaten sollten eingesammelt sein. Wunderbar. So, dann können wir hier ein paar Rentiere auf die Jagdliste setzen. Dann geben wir einen neuen Auftrag. Was für zerrissene Kleidung. Schauen wir mal an, was alles denn bitte zerrissen ist. T-Shirt. Hose. Wie unzufrieden macht es euch dann? Ich gerade eine Priorität 1 für mich. So, Forschung, ist der Tisch fertig? Ja, oder? Nope. Weil wir keine Bauteile haben. Da unten waren noch Bauteile. Let's do it. Ein Feuer ausgebrochen, okay. Sollten sich die Untätigen schnell drum kümmern. Oh shit, die Geist ist on fire. Ja klar, geh ruhig etwas spazieren, wenn es brennt, ist kein Problem. Jetzt nicht auch noch Rentiere züchten, um ehrlich zu sein. Sind auf komprimierte Bauteile gestoßen, sehr gut. Und schafft mal was. Mehr gibt's nicht. Ah, blöd, scheinbar ist Bauteile doch mehr Mangelware, als ich dachte. Da oben stimme ich auch nichts mehr. Dann habe ich aktuell, glaube ich, kein Vorkommen mehr, um das ich mich kümmern könnte.
Sollen wir die Rentiere hier einfach komplett killen? Ich glaube schon. Im neuen Jahr gibt es neue. Hopefully. Oh! Was ist da los? Warum kommt kein Strom rein? Stromnetz sieht gut aus. Oh, hier nicht. Was noch Beschädigung? Nope. I don't know. Sie brauchen Gold. Haben wir nicht. Sorry. Oder? Haben wir Gold? Müsste hier dabei sein, ne? Wo auch Silber ist. Ja, nö, haben wir nicht. Okay. Ein verrückter Elch. Mehrere verrückte Elche. Mehr Fleisch für mich. Ist jemand außerhalb der Grenzen? Ja, Heulsuse, was machst du? Komprimierte Bauteile abbauen. Setzen wir es kurz aus. Oder brechen wir es kurz ab. Und ziehen Heulsuse zurück. Hinter die Mauern. Brownie, du hast immer noch das andere Gewehr, ne? Eigentlich hätte ich gerne, dass du wieder deine Maschinenpistole holst. Mann, es kann aber rankommen. Nein, Lockenkopf war's. Jetzt hat Heulsuse, geh aus dem Weg, um Gottes Willen. Brownie, besser ausgerüstet, jawohl. So, jetzt seht ihr das Ding mal in Action. Oh, Heulsuse. Ja, hast du den Gladius? Ja, na dann. Okay. Man muss ein bisschen aufpassen, dass die Geschütztürme eigentlich wegblasen. Ja, geh ruhig. Das hier könnte jetzt zum Beispiel übel ausgehen. Ja. Oh, mein Herz. Okay. Gut. Drei Verletzte, blöd, aber... Brownie ruht sich aus, warum? Wenigstens soll die Behandlung schnell gehen. Kommt jemand, please? Oh, was war das für ein Geräusch? Irgendwas ist draufgegangen. Oh, der lebt wieder. Ist er immer noch ein Menschenjäger? Nope. Na, dann jagen wir ihn, ganz klassisch. Trockenfutter geht langsam aus. Und wir haben keinen Strom mehr. Das ist gar nicht gut. Ich meine, die Kälte ist... Wir öffnen das jetzt. Eigentlich gut genug. Das heißt, wir können hier den Strom eigentlich ausmachen. Beziehungsweise hier. Weil die Außentemperatur niedrig genug ist. Ja, Leute, wisst ihr, wenn ihr wenigstens ein bisschen Ahnung vom Priorisieren hättet, wirklich. Ja, kann ich mit leben, weil wir haben eigentlich... Junge! Da dreht sich's auch. Eigentlich soll's reichen, um das Ding hier halbwegs am Laufen zu halten. I don't know. Wie sieht's mit dem Müllhaufen aus? Sieht gut aus. Ja, hier, schaut. Mhm. Was mich ein bisschen ärgert oder was ich gehofft hätte, ist, dass man die irgendwie kaputt machen kann. Oder auseinandernehmen, um wieder Rohstoffe draus rauszubauen. Vielleicht geht es auch irgendwie und ich weiß nicht, wie es funktioniert. I don't know.
Ja, die Sonnenfinsternis gerade, ich weiß, die wird hoffentlich bald vorbei sein. Die kam jetzt natürlich, wenn wir keine Energie übrig haben. Sonst wäre das gar kein Problem gewesen. Ey, das gibt's doch einfach nicht! Warum läufst du denn da rein, du gottverdammter Vollidiot! Entschuldigung. Mein häufigster Grund für Tote in den letzten Stunden RimWorld sind Fallen. Und dann sind sie einfach immer sofort tot. Komaro, sorry, Mate. Das fühlt sich jetzt wirklich, wirklich, wirklich dreckig an. Ganz ehrlich. Und billig und dumm und... Naja. Ich weiß auch nicht, warum der da reingegangen ist, weil wir haben keine automatische Reaktivierung. Sorry, Mate. Haben wir irgendwo automatische Reaktivierung? Nein, haben wir nicht. Ein leeres Grab. Ach so, ist noch nicht fertig gebaut. Oh Mann. Du warst gut für uns. Ist die scheiß Sonnenfinsternis schon vorbei noch? Sorry, Leute. So, jetzt nehmen wir Lockenkopf. Komm her, Lockenkopf. So. Reaktivieren. Und du, und nur du. Gehst jetzt hier hin. Nicht so. Und reaktivierst die Falle. Okay. Puh, ich habe echt Lust, die anderen stehen zu lassen. Aber wir machen weiter. Was sollen wir sonst tun? Ich meine... Wir müssen die Dinge aufstellen. Träger erfordert, erfolgt bereits bei Stahl-Stahlfalle. Hä? Don't get it. Okay. Aktivieren. Please don't die, please. Tja, ich weiß auch nicht, wenn ich hier Zugänge an der Seite baue, dann können die Gegner ja auch durch die Zugänge an der Seite reinlaufen. Haben wir wirklich zwei unserer drei Verstorbenen an Fallen verloren? Ich glaube schon. Scheiß Sonnenfinsternis, kannst du jetzt mal aufhören? Oh, jetzt habe ich echt schlechte Laune gekriegt. Sorry, Leute. Ich wollte eigentlich noch Futter nachliefern gerade. Ich denke einfach jetzt zu viel drüber nach. So. Die ganzen Viecher, die hier rumgelegen sind, sind alle tot und eingesammelt. Jawohl. Sollten wir eigentlich ganz gut klarkommen. Wir haben untätige Kolonisten. Schauen wir nochmal auf das Arbeitsding. Forschung läuft immer noch nicht. Es gibt immer noch nicht genug Bauteile, oder was? Sieht so aus. Das ist natürlich wirklich dumm. Und wir können auch nicht an neue rankommen. Und ausgerechnet jetzt können wir nicht weiter forschen, weil wir können auch sonst nicht irgendwie an Bauteile kommen. Was wir machen können, diese Schlacke können wir noch nicht verschmelzen. Oh, hier sind Bauteile, schaut mal. Sehr gut. Jetzt könnten wir schauen, ob es noch sowas hier gibt, genau. Wenn ihr schon untätig seid. Da ist nochmal eine Geiß, vielleicht zählen wir jetzt nochmal eine. Jagen den hier.
weil die dumme Sonnenfinsternis vorbei ist und wir genug Strom haben. Wow, wir haben fast keinen Platz mehr für Leichen. So viele Tote. Jetzt machen wir einfach Stahl, haben wir inzwischen genug. Neue Stahlwand. Dahin. Wir machen das hier auf. So. Und dann können wir die Lagerzone erweitern. Jetzt. Gut. Hört auf zu bumsen und arbeitet bitte. Morgens um 5. Wo sind wir denn da? Kurz gucken, ob ich das Tiergebiet ein bisschen verkleinere vielleicht. Ignoriere Dach, kann Dach erstellen. Arbeitsgebiet verkleinern, jawohl. Einfach, dass die hier nicht so nah an der... Ja, so. An dem Geschützturm rumlaufen. Und wisst ihr, was ich jetzt noch in Auftrag gebe? Bevor wir zu einem weiteren Schnitt kommen. Die Wegerweiterung. Hat sich ja... Es war Sandstein, richtig? Kalksteinplatte, alles klar. So. Dann lassen wir den Weg hier. So, hier langlaufen. Wir verbinden das hier. Sollen wir hier einen Schleichweg machen? Ich weiß nicht. Vielleicht. Ey, sieht blöd aus. Wir machen das so. Okay. Soll ja nicht mangeln bei uns hier, ne? Habe ich da unten nochmal einen Ausgang? Warum auch immer. So. Okay. Jetzt sollte zumindest keiner mehr faul sein. Oh, was war das? Was war das? Was war das? Es ging so schnell, der Alarm, dass es gleich wieder weg war. Damn, damn, damn. Es war so schön mit 6 Kolonisten. Kannst du diesen dummen Tisch bauen? Nee, gell? Dann machen wir die noch. Klappt's mit dem Kochen und der Nahrung? Ja, klappt. Vielleicht machen wir es so. Immer noch keine Forschung. Wir priorisieren mal kurz das Abbauen. So. Das sollte dafür sorgen, dass wir relativ schnell an komprimierte Bauteile kommen. Nächste Vorratskapsel. Ja, komprimierte Bauteile vielleicht. Ach, Schokolade, auch nicht schlecht. Temperatur mit 0 Grad in Ordnung. Oh, das ist warm genug, dass uns hier die Sachen kaputt gehen. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir wieder ein Plus. Ist das... Haben wir sonst noch irgendwo eine Lüftung aktiv? Nee, gell? Jetzt. Mann ist... So. Yep. That's what I wanna do. Okay. Dann denke ich, machen wir nochmal einen Schnitt an dieser Stelle.
Folge ist lang genug. Wir sehen uns in der nächsten. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Bleibt mir halt, macht's gut und ciao.